Ja, hallo, hört man das gut? Ja. Mein Name ist Waldemar, ich komme eigentlich auch aus Immerath, habe da so viel ich jetzt weiß, die ersten anderthalb Lebensjahre so zeitweise noch verbracht. Meine Familie lebt seit, ich weiß nicht wie viel 100 Jahren, also seit 1600 mindestens, wenn nicht noch länger, bis dahin kann ich es nachweisen, haben die in Immerath gewohnt. Mein Vater ist 1981 wieder nach Immerath gezogen, also das hört man bei mir auch im Dialekt raus. Ich komme eigentlich aus Baden-Württemberg, aus Rottweil. Mein Opa, der war aus Immerath und ist dann um 1930 rum nach Baden-Württemberg, hat dann geheiratet und ist dann dahin gezogen. Und so Ende der 70er Jahre hat er meinem Vater dann seinen elterlichen Hof übergeben, weil sonst war ja niemand mehr hier, dann hätte er sonst verkaufen müssen. Und damals war halt der Tagebau auch schon ein Thema und der wollte das halt irgendwie gut aufgehoben Lust haben und auch noch Land. Also ich habe jetzt auch gerade das Problem mit RWE. Noch 40 Hektar Land habe ich noch. Die wollen sie enteignen. Schon seit einem Jahr, aber ich höre nichts mehr gerade von ihnen. Also ich warte auf die Zwangsenteignung. Also ich werde das Land definitiv freiwillig nicht an diesen Konzern abdrücken. Ja, und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Immerath ist, für mich war es immer mein Heimatort, auch wenn viele das nicht so sehen. Aber viele sagen schon manchmal zu mir so, ja, ich habe da doch keine Erinnerung mehr dran. Aber wir sind danach noch jedes zweite, dritte Wochenende im Monat gekommen. Schützenfest, Sommerferien, Karneval, da sind wir immer hingefahren. Ich hänge heute noch an diesem Ort. Also auch jeder Meter, wo dieser baggert hier gerade wieder auf Immerath zu, das tut mir schon im Herzen weh, ganz schön. Ja, und ich würde auch noch mal gern darauf eingehen, was da die ältere Generation verbockt haben. Also hier haben die Menschen schon in den 80er Jahren in Wackelketten protestiert. Und auch, man muss sich das vorstellen, über 40, 50 Jahre, die Leute können einfach nicht mehr, die sind kaputt. Die Leute sind einfach auch heute im Alter. Wenn die damals 40 Jahre waren, dann sind die heute 80. Also ich kenne sehr viele, die damals waren, die leben entweder gar nicht mehr, sind alt, kaputt durch die Umsiedlung oder auch gesundheitlich. Ja, und das ist einfach das, was immer einfach so gesagt wird, aber das ist auch immer das Problem. Die Leute können sich einfach nicht in die Situation reinversetzen, wie man sich da vorkommt. Wenn man über Jahrzehnte so einen Konzern im Nacken hat und auch nicht diese Ungewissheit, kann man bleiben, kann man nicht bleiben, kommt der Tagebau, kommt er nicht. Ja, das wissen viele nicht. Also in Erkelenz, 15 Kilometer von hier entfernt, wissen viele nicht, dass dieses Loch ist und Dörfer abgebaggert werden. Also auch in der Politik wissen das viele nicht. Ja. Dankeschön.